Moin liebe Freunde, was geht ab und willkommen zum versprochenen FAQ. Unter dem letzten Video von gestern habe ich euch ja gefragt, stellt mir mal ein paar Fragen, die ihr von mir schon immer beantwortet haben wusstet. Und über 340 Kommentare sprechen für sich, ich habe mir alle durchgelesen, einige schon so unter den Kommentaren beantwortet und ein paar für heute rausgesucht. Das geht von ganz allgemeinen Fragen bis hin zu LOL-spezifischen Fragen. Wenn es euch am Ende gefallen hat, kennt ihr, Daumen nach oben da lassen. Bleibt übrigens bis zum Ende des Videos dran, denn es gibt bald 5 High-End-Grafikkarten, 5 SSD-Festplatten, 5 High-End-Headsets, als auch einen Auftritt auf einem Offline-Gaming-Festival, der Arcade One in Dortmund im April, zu gewinnen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr am Ende des Videos. Wir fangen mal super standardmäßig an, weil mir diese Frage komischerweise öfters gestern gestellt worden ist, nämlich, wie alt bist du eigentlich? Ich persönlich bin 90er-Jahrgang, bin im August geboren und Gott sei Dank noch als letzten Tag das Sternzeichen Löwe mitgenommen. Stellt euch vor, einen Tag später geboren, ich wäre Jungfrau. Mein Leben lang. Der kleine Knuspen fragt, seit wann spielst du schon LOL? Und wenn ich zurückdenke, war das glaube ich sogar Season 1. Ich weiß noch, ein Kumpel hat mir gesagt, es gibt dieses neue Spiel, es ist mega witzig, ungefähr wie Dota. Dementsprechend habe ich mir das runtergeladen und ich kann mich heute noch erinnern, dass es so Spiele gab, wo wir dann zu fünft mit einem Blitzcrank im Busch standen und einfach nur gewartet haben, bis irgendwer vorbeikam, und es hat damals sogar echt funktioniert. Dann war eine ganz, ganz lange Pause und mit meinem damaligen YouTube-Kanal und den Kollegen waren wir auf der ESL-Meisterschaft 2015, weil wir da schon mit der ESL verpartnert waren. Das war halt League of Legends auf hohem Niveau und ich habe mir gedacht, ey, das Spiel kennst du doch, das hast du damals selber gespielt. Hab's dann wieder angefangen und dementsprechend jetzt wieder 2 Jahre sehr aktiv und sagen wir mal tryhard. Death Knight fragt, läuft da was zwischen dir und deinem Hund? Du spielst wahrscheinlich auf diese Szene hier gerade an. Kein Kommentar. Mr. Popper hat gefragt, übrigens absolut klasse Name, ebenfalls wie alt ich bin und ob ich eine Ausbildung hier vorgemacht habe und wenn ja, in welchem Bereich. Tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich etwas im pädagogischen Bereich gelernt habe. Ich habe lange Zeit in einem Flüchtlingsheim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gearbeitet, die unter 18 Jahren alt sind, und das war eine sehr, sehr harte, aber auch sehr, sehr schöne Arbeit, denn die hilft mir immer noch, wenn ich zum Beispiel auf Conventions bin oder Termine von A nach B fliege, die hilft mir immer noch, Fuß zu fassen. Zu sagen, ey, bleib geerdet, bleib geschmeidig und bleib vor allen Dingen eins, einigermaßen bescheiden, heb da nicht ab. Weil auch wenn ich momentan echt zufrieden mit meinem Leben bin, es gibt Menschen da draußen, die brauchen unsere Hilfe. Und dementsprechend muss ich sagen, dieser pädagogische Hintergrund ist genau das, was ich brauche. Und das beantwortet auch quasi die nächste Frage, kannst du mit YouTube leben? Mit YouTube kann ich so oder so leben, aber ich kann auch von YouTube leben, beziehungsweise in einem gewissen Maße. Die Klicks geben im Endeffekt nicht viel Geld her, ebenso wenig, wie wenn ich mal regelmäßig mittlerweile wieder streame in die Donations. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da bin ich aber relativ oft unterwegs, mal für diese Firma ein Product Placement machen oder für Mediamarkt was drehen oder für Medion und so weiter und so fort. Dementsprechend alles kombiniert reicht mittlerweile, um davon zu leben. Ich lebe nicht in Saus und Braus, aber es ist völlig in Ordnung und war für mich auch quasi der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, Pädagoge ist ein schöner Beruf, aber ich verfolge irgendwie meinen Traum. Und mittlerweile muss ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Ebenfalls eine Frage, die mir öfter gestellt wurde, ist, wie viel Geld hast du schon für die Kisten oder für League of Legends insgesamt ausgegeben? Ich habe geguckt auf der Seite, wo man das nachschauen kann. Den Link habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt, falls ihr selber mal so ein bisschen über eure Finanzen in League Auskunft haben wollt. Und es sind über 1000 Euro. Ja, sagen wir es so, es ist enorm viel Geld. Aber man bekommt das Geld ja irgendwie auch wieder zurück, weil man damit halt Content produziert. Auch wenn es nicht der hochklassigste Content ist, im Endeffekt lohnt es sich schon. Wobei ich nicht sagen möchte, kauft euch unglaublich viel Hexech-Kisten. Die Dinger sind scheiße teuer. Ja, ich hätte auch 2 Wochen irgendwo auf die Balearen fliegen können. Luca Merten fragt, wie würde der Champion aussehen, den ich mir persönlich ausdenke? Ja. Deine YouTube fragt mich, was sagst du zu Amumu? Was? Der Hauscher fragt, warum bekomme ich nie mit, wenn du streamst? Leute! Ich streame fast jeden Tag mittlerweile wieder, nur irgendwie kriegt das kein Schwein mit, weil ich es halt nicht mehr promote mit einem Video. Geht unten mal in die Videobeschreibung, klickt meinen Twitch-Link an und schaut mir beim Ballern zu. Heute übrigens bin ich auf EPW am Stream, Go for LOL ESL Cup. Guckt drauf, auch der Twitch-Link ESL EPW unten in der Videobeschreibung. Lasst uns richtig geile Profispiele miterleben. Und jetzt Leute, übrigens noch was richtig Geiles in eigener Sache. Ab dem 21.02. casten wir nämlich den Hydra Cup.
Hydra Cup. Da sind unter anderem Bröki, Lama Bär und so weiter, also wirklich Profi-EPS-Spieler am Start. Und ihr habt die Möglichkeit, gegen die anzutreten, Grafikkarten zu gewinnen, Headsets zu gewinnen, SSD-Festplatten zu gewinnen und auch offline auf dem Gaming-Festival Arcade One aufzutreten und gegen die zu spielen. Und Leute, wenn das kein Grund ist, mitzuspielen, dann weiß ich auch nicht. Der Link zum Hydra Cup, wie man sich anmeldet mit seinem Team und so weiter, unten in der Videobeschreibung. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Außerdem casten wir ab dem 22.02. die ESL-Meisterschaft. Was? Zusammen mit Summers Inn betreiben wir das jetzt dieses Jahr im Spring Split und es wird auch da der absolute Oberhammer. ESL-Meisterschaft müsst ihr einschalten auf jeden Fall auf ESL-EPW, auch der Link unten in der Videobeschreibung. Ist übrigens der gleiche Kanal, auf dem ich heute schon Go4LOL für die ESL streame. Ganz ehrliche Meinung, checkt den Twitch-Kanal aus. Leute, es ist Live-Unterhaltung auf höchstem Niveau, es lohnt sich. So Leute, und das war's wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fragen für ein neues FAQ unten einfach in die Kommentare. Ich bin gespannt und freue mich schon aufs nächste Video. Übrigens, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen. Damit nehmt ihr dann auch übrigens auch automatisch am 10€ Paysafe-Karten-Gewinnspiel statt, was jeden Monat stattfindet. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Haut da rein. Bis dann, euer Buddy.